jetzt gibt's was Besonderes, nämlich ein Spitzenfleisch aus dem Kukun. Aus dem was? Aus dem Kukun. Das ist keine Torte. Das ist ein Rindfleisch im eigenen Fett konserviert, eingemacht und gereift. Und da schneide ich jetzt mal von allen Seiten rundherum. Das sieht aus, als ob du durch Butter schneidest. Es ist ja fast die gleiche Konsistenz wie Butter. Der Rindertalg. Ein Vorteil ist, kannst du mir irgendeine Schüssel geben? Ja. Ein Vorteil ist, beim Reifen geht Feuchtigkeit durchs Fett nach außen, aber von außen kommt nichts ans Fleisch heran. Siehst du das? Ja. Das sieht echt stark aus, das habe ich noch nie gesehen. Ich lasse mir auch extra Zeit. Ich habe schon mal Kollegen gesehen, die hauen da mit dem Nudelholz drauf und lösen so das Fleisch aus dem Kokon. Aber ich zelebriere das richtig. Ja, also ich habe nichts dagegen, dass es einen Moment dauert, weil das ist ein super toller, intensiver Rindfleischgeruch, der jetzt hier hervorkommt. Du, und das Fett ist natürlich ideal, auch schon gleich mit dabei. Warte, ich nehme das Brett, dann kannst du das Fleisch rausnehmen. Super. Das möchte ich ganz kurz zeigen. Obwohl es jetzt fast 6 Wochen gereift ist, sind hier kaum Pfützchen. Das Fleisch ist trocken und optimal gereift. Und riecht auch nach Rind. Ja, echt. Gibst du mir bitte ein Küchengräb? Bitte schön. Okay. Boah, das war ja eine Überraschung. Das nenne ich mal Steak. Gleich 2 schöne Scheiben abschneiden. Jetzt gibt es natürlich Leute, die schneiden diesen Deckel oben weg. Aber ich finde... So dick? Ja. Ich finde, der Deckel darf ruhig dranbleiben. Ja. Denn wer den nachher nicht mag, der kann ihn immer noch wegschneiden. Steckt da halt viel Geschmack drin. Und das nenne ich schönes Fleisch. Die Marmorierung, ja, das Fett und dann natürlich der Geschmack auch von der Fütterung. Bei diesem Fleisch, bei dem Pinzgauer Rind, da wird keine Mais und keine Soja mit ins Essen getan. Mhm. Schön trocken, wenn ich hier reinstecke, ja, bleibt eine Mulde. Echt, da bin ich jetzt echt sprachlos. Bist sprachlos. Soll ich vorher Salz und Pfeffern? Ich bin kein Fan davon, da Salz immer Wasser zieht. Und der Pfeffer, der kann auch verbrennen, deswegen erstmal ohne. Und denn wir machen das Ganze ja, werden das braten in einer Edelstahlpfanne. Und diese Edelstahlpfanne soll ja auch kein Fett kriegen, denn wir wollen, dass das Fleisch zu 100% nämlich Kontakt an dem Pfannenboden hat. Mach mal vor. Was man jetzt auch gut hören wird. Es genau. Zieht richtig an. Die Schwellenstrichen. Und da gehe ich jetzt auch mit der Temperatur auf maximal 2/3 der Gesamtleistung zurück. Also nicht volle Pulle, sondern gemäßigt, Stufe 6, Stufe 7 von 9. Ich zeige es mir ganz kurz, Alex. Ja. Das Fleisch klebt zwar fest, aber Ruhe bewahren. Und dann, wenn es sich optimal gebräunt hat, dann löst es auch von selbst wieder. Also keine Panik beim Nachkochen. Immer etwas Geduld mitbringen. Schönes Söhnchen. Ein schönes Söschen wäre nicht schlecht. Genau. Und da haben wir uns überlegt, passt zu einem würzigen Fleisch, nämlich auch ein würziges Pesto. Und zwar nehmen wir dafür Petersilie. Bisschen Knoblauch? Unbedingt. Nämlich der soll ein bisschen die Würze noch unterstützen. Schon trocken angeröstete Pinien bzw. Zedernüsse, die sind etwas günstiger. Und Sonnenblumenkerne. Das Problem ist, bei Zedern... Etwas aufgebrochenes, frisch aufgebrochenes Steinsalz. Also wir haben es jetzt gemischt, Zedernüsschen mit Sonnenblumen, ja? Genau. Wenn ich es richtig verstanden habe. Okay. Knoblauch, wie viel? Eigentlich nach deinem Messen. Ich habe nichts dagegen. Und da wir hier unter uns sind, brauchen wir da nicht sparen, genau. Ach komm, noch ein bisschen. Jetzt sei doch so nett und hilf mir hier mit dem Öl. Und zwar haben wir hier ein fruchtiges Olivenöl. Die frisch gemähte Wiese, du. Wie im Sommer, nach dem Gewitter, die so. Frisch gemähte Wiese duftet. Noch ein Schluck? Ja, das. Und dann ist es wichtig zu beachten, dass der Mörser immer einen Kontakt, beziehungsweise der Stößel, immer Kontakt mit dem Mörser hat. Dann kann es wunderbar die Blätter zu dem Pesto oder einem leichten Brei zerreiben. Das Fleisch klebt noch fest. Ich gebe dem Ganzen noch ein bisschen Zeit. Ja, die Ruhe soll das Fleisch auch bekommen. Zum Aromatisieren. Ich werde das Ganze nochmal toppen. Das Fleisch nachher übergießen mit etwas Fett. Mit einer Knoblauchzehe, mit der Schale. Rosmarin und, ja, Thymian. Gebe ich dir hier
von den jungen Trieben. Eins, zwei, bitteschön. Danke. Das ist schon unglaublich, was dieser junge Knoblauch mit der Petersilie und den Nüssen und diesem wunderbar fruchtigen Olivenöl, was das schon für Dämpfe nach oben gibt. Und dazu auch schon die Röststoffe von dem Fleisch. Also ich habe jetzt schon einen riesen Appetit, Eberhard. Warte noch ein bisschen, kann ich dir irgendwo helfen? Kann ich Parmesan reiben? Ja, du kannst mir vorher vielleicht noch etwas von der Zitrone ein bisschen dazu reiben. Okay. Nochmal so eine erfrischende Note gibt. Und zum Schluss geben wir dann noch den Parmesan dazu, damit es ganz etwas sämiger wird. Aber ich muss mich hier scheinbar doch etwas mehr anstrengen, als ich dachte. Parmesan. Ich helfe dir. Oh, jetzt auch gerade die Zedernüsse werden immer feiner und geben einen immer intensiveren Geruch ab. Also das wird eine richtig saftige Soße zu dem saftigen Fleisch. Apropos Fleisch, gucken wir mal, ob es sich schon umdrehen lässt. Es hängt noch ganz leicht fest. Und da ist man jetzt geneigt, mit Ungeduld ranzugehen. Ja. Aber ich gebe dem Ganzen noch ein paar Minütchen. Ich kann aber schon mal etwas Rinderfett und die Kräuter dazugeben, beziehungsweise den Knoblauch. Ich komme jetzt hier meiner Cremigkeit auch näher. Das heißt, ich könnte mir jetzt die Zitronenabrieb und den Parmesan hier gut vorstellen, wenn du so nett bist. Schau mal hier, eine Teigkarte. Ich gebe mal ein bisschen weniger von dem dazu. Genau, nach und nach. Parmesan erst zum Schluss. Habe ich übrigens die Erfahrung gemacht, wenn ich Parmesan, also wenn ich Pesto auf Vorrat mache und ich gebe zu früh Parmesan dazu, dann verliert es schneller die frische grüne Farbe. Ja, aber jetzt in dem Fall wird es ja nicht alt. Wenn wir ja gleich verspeisen. Verspeisen ist auf jeden Fall das richtige Stichwort. So, das möchte ich ganz kurz zeigen. Fett ist geschmolzen, hat den Duft von Rosmarin und von Thymian angenommen und von Knoblauch. Und kannst du schon wenden? Jetzt können wir es umdrehen. Jetzt hat es sich gelöst. Und hat eine gleichmäßige Bräunung. Ja, wer möchte, kann jetzt da etwas pfeffern, schon mal leicht salzen, aber ich mache das ganz gerne nachher am Tisch. Und genau das ist das, was wir vorhin angesprochen haben, die gleichmäßige Bräune bei diesem hundertprozentigen Anhaften am Anfang. Perfektes Weg, zumindest jetzt von dieser Seite. Tja, da fällt mir das Warten auch wirklich immer schwerer, Eberhard. Okay. Da warte ich jetzt noch mit 2,5 Minuten, bis es auch von der Seite wieder löst. Und dann müssen wir es vom Anschneiden nur noch ruhen lassen. In der Zeit kannst du mir den Parmesan noch dazugeben, dann können wir das Pesto nämlich fertigstellen, zusammen abschmecken. Vielleicht bist du es noch so nett und gibst noch etwas von dem Pfeffer dazu. Bevorzugst du eigentlich auch lieber schwarzen als weißen Pfeffer? Entschuldigung. Ja, du weißt es ja, weil der Schwarze, der hat halt Charakter, der hat auch so Rindenaromen und der Weiße, der ist halt, wir sagen ganz gern, hinterfotzig scharf. Also zum Schärfen gerne den Weißen, aber für Aroma den Braunen. Also bist du zufrieden mit meiner Wahl? Ja. So, dann würde ich kurz probieren wollen, ob das schon fertig ist, damit wir uns mit vier Augen auf die Steaks stürzen können. Also es ist total schön, schon die Aromen aus der Pfanne zu riechen und jetzt dazu das Nussige, Frische, Würzige. Ah, jetzt kommt der Knoblauch ein bisschen mit einer leichten, würzigen Schärfe. Eberhard, das halte ich nicht länger aus. Siehst du, ich bin konzentriert. Ich bin so drauf konzentriert, wann endlich das Fleisch sich von selbst löst. So, und jetzt ist das Fleisch fertig.
Und der Appetit ist riesengroß. Jetzt bin ich mal gespannt. Genau, schneid's an. Das ist der spannendste Moment, gell? Butterzart. Saftig. Leicht rosa. Dann ich ein kleines Stück für dich. Eins für mich, bei mir mit Fettrand. Hm. Oh. Hm. Das ist Rindfleisch. Hm. Richtig toller, intensiver Geschmack. Ohne Salz, ohne Pfeffer. Das geht auf der Zunge. Das schreit eigentlich nach mehr. Und wenn Sie ja auch Appetit bekommen haben, dann? Im Internet sind die Rezepte unter www.klima-leben.tv und da sind auch die Informationen, wo Sie dieses besondere Spitzenfleisch bekommen. Viel Spaß beim Nachmachen.